Lucky, ihr hattet jetzt aufgrund der Länderspiele ein freies Wochenende. Hat euch das gut getan? Konnte man ein bisschen abschalten und wie hast du die freien Tage genutzt? Ja, war sehr gut. Endlich mal nach ein bisschen längerer Zeit ein paar Tage frei zu kriegen. Wir haben uns alle, denke ich, gut erholt und gut vorbereitet für kommende Aufgaben. Du hast für den FCK schon viele wichtige Tore geschossen. Wenn du das nächste Tor, das du schießen wirst, glaubst du, dass es irgendwie auch was ganz Besonderes ist, weil es dann so ein bisschen auch vielleicht eine Erlösung und eine Erleichterung ist? Ja, schon wird wichtig, nächstes Tor für mich, aber jetzt ganz besonders nicht, weil als Stürmer musst du Tore schießen und wirst du Tore schießen und mein nächstes Tor wird kommen so oder so und ich beschäftige mich jetzt damit nicht zu viel, weil das bringt nichts. Natürlich wird wichtig und ich werde alles dafür tun, dass das bald kommt, aber wann es kommen wird, das wird von alleine gehen, also. Mit Bayer Leverkusen kommt eine sehr technisch und spielstarke Mannschaft. Was erwartest du für ein Spiel und denkst du noch an das Hinspiel, als man in Leverkusen doch recht deutlich verlor? Ich erwarte ein geiles Spiel, weil Leverkusen eine spielstarke Mannschaft ist und das ist für uns ein Highlight und das ist für uns eine riesen Herausforderung, uns zu beweisen, unsere Besten zu geben und versuchen, unsere Chance auszunutzen und das Maximum rauszuholen und dann ist alles möglich.